RTL2-Serie Traumfrau gesucht ist inzwischen Kult. Einige der Teilnehmer sind auch über die Show hinaus bekannt geworden. Dennis Schick konnte man von der ersten bis zur fünften Staffel bei der Suche nach der Frau fürs Leben begleiten. Der Kölner fiel im TV vor allem durch seine Figur auf, die ihm in der Sendung auch den Spitznamen Knuddelbär einbrachte. Nach seiner Teilnahme an Traumfrau gesucht, sagte er den überschüssigen Kilos den Kampf an. So konnte man Dennis auf seiner Instagram-Seite immer mehr beim Abnehmen zusehen. Auf einem neuen Vorher-Nachher-Bild, das er auf seinem Account teilt, zeigt sich die Veränderung besonders deutlich. Dennis Schick hat sich halbiert. Zu den Fotos schreibt er, dass er inzwischen stolze 90 Kilo verloren hat. Was für eine Leistung, auf die das TV-Gesicht sehr stolz sein kann. Doch scheinbar reicht ihm das nicht. Kleiner Zwischenstand, merkt er an und lässt damit vermuten, dass sich die Fans noch auf weiteren Gewichtsverlust einstellen dürfen. Doch wie hat Dennis es geschafft, 90 Kilo zu verlieren? Diese Frage beantwortet er mit dem Hashtag Magenbypass. Bei diesem Eingriff wird der Magen geteilt, sodass nur wenig Nahrung gleichzeitig aufgenommen und verdaut werden kann. Neben dem Magenbypass hat sich Dennis einem weiteren Eingriff unterzogen und sich die überschüssige Haut nach dem Gewichtsverlust entfernen lassen, wie er in einem Kommentar verrät. Mit seinem neuen Look scheint er sich richtig wohl zu fühlen. Immer wieder posiert er selbstbewusst für seinen Instagram-Account vor der Kamera. Auch beruflich läuft es für den Traumfrau-Gesucht-Star gut. Er ist inzwischen als Medienunternehmer tätig und hat sogar seine eigene PR-Agentur. Mit der Liebe wollte es allerdings bislang noch nicht so recht klappen. Zwar heiratete er 2018 seine Freundin Patricia, allerdings hielt die Ehe nicht lange. 2 Jahre später kam es zur Trennung. Inzwischen geht er, zumindest offiziell, wieder als Single durchs Leben. Dafür kann Dennis auf einen anderen Erfolg richtig stolz sein. Vor wenigen Monaten lief er einen Halbmarathon. Etwas über 2¼ Stunden brauchte der Kölner für die über 20 Kilometer, wie er auf Instagram zeigte. Seit seinen Anfängen im TV hat sich Dennis Schick nicht nur optisch richtig verändert. Seine Fans sind schon gespannt, womit er sie als nächstes überraschen wird.